Liebe Anwesende, ich würde gerne meine Ausführungen beginnen mit einem Spruch, den ich noch gar nicht so lange kenne. Wenn man immer mal wieder mit dem Thema zu tun hat, bekommt man eben manchmal auch solche Dinge einfach zugeschickt. Ich dachte, es könnte dich interessieren oder es würde dir gefallen. Und dieser Spruch hat mir unglaublich gut gefallen. Und es ist interessant, dass er keinen Verfasser hat. Da steht also dabei, Verfasser unbekannt. Ich war mehrfach im Internet und habe gedacht, ich kriege das vielleicht raus, wer der Verfasser ist. Ist mir nicht gelungen. Also wenn jemand von euch zufällig das weiß, bin ich da sehr interessiert. Und damit ist auch klar, er ist nicht von Rudolf Steiner. Der Tod macht dich so still, dass Gott dich hören kann. Im Tod fängt unser Ich ja erst zu klingen an. Der Tod, was ist der Tod? Ein Spender tiefsten Seins. Man fällt nicht aus der Welt, man wird mit ihr erst eins. Und diese letzten beiden Zeilen, die habe ich ganz besonders wegleitend und auch aufschlussreich erlebt, auch für die ganze anthroposophische Betrachtung dieses Gebietes. Denn wir erleben hier ja auf der Erde immer dieses, schon dadurch, dass wir einen individualisierten, in der Haut eingeschlossenen Körper haben, erleben wir ja ganz natürlich Trennung, wenn wir abgenabelt werden und wir das Neugeborene nicht auffangen, fällt sozusagen etwas aus der Welt der Mutter heraus, in der es vorher komplett geborgen war. Und dann wissen wir, wie die ganze Biografie eigentlich ja, von zwei Grundfragen begleitet wird. Wer bin ich? Warum bin ich hier herausgefallen? Muss mühsam lernen, auf eigenen Füßen zu stehen, mich sozialisieren zu lassen, dann in der Schule brav sein und alles Mögliche hinter mich bringen, um dann irgendwann vielleicht doch mehr und mehr selbstbestimmt mein Leben fortzusetzen. Und die Corona-Jugend hat das ja jetzt ganz anders erlebt und hat da ganz neue Erfahrungen natürlich gemacht, über die ich zum Glück heute Abend nicht sprechen muss, darf, kann, will. Mein Thema ist ein anderes, aber was ich sagen will, ist, es ist eine unglaubliche Frage, die jeden Menschen mehr oder weniger bewusst natürlich betrifft. Wer bin ich? Halte ich das Leben allein auf eigenen Füßen, diese sogenannte Autonomie, halte ich die aus? Schon mit 9 Jahren haben die Kinder erstmals so richtig dieses Gefühl der Einsamkeit. Und dann stellen sie Fragen, was mache ich denn, wenn die Mama stirbt? Oder ja, vielleicht bin ich sogar ein Findelkind. Sie fühlen, ich bin im Grunde allein, auch wenn ich noch so warm hier eingebettet bin. Und wenn man traumatischen Erlebnissen ausgesetzt ist, dann wäre man gern allein und würde flüchten und kann nicht. Also wir sind sozusagen in dieser Ausgesetztheit, in dieser Verwundbarkeit durch unsere Körperlichkeit früher oder später doch zu einem Selbstbewusstsein gekommen, wo wir einerseits merken, ich muss zu mir stehen, ich muss irgendwo meine innere Gewissensstimme mir zueignen, ich muss irgendwo oder darf, kann lernen, wirklich auf eigenen Füßen zu stehen, ein autonomes Ich
zu werden. Oder so wie Hölderlin das formuliert in einem seiner Gedichte: und verstehe die Freiheit, also der Mensch, aufzubrechen, wohin er will. Also die ganze Freiheitsphilosophie der Romantik des deutschen Idealismus urständet in diesem Sinnen und Ringen: wer bin ich und wozu ist dieses Erdenleben überhaupt da? Und dann ist daneben ein ganz anderes Motiv, nämlich dieses Motiv: wo gehöre ich hin? Finde ich jemand, mit dem ich zusammen irgendetwas tun kann? Damit hängt dann die Partnersuche, die Berufswahl, die Freundeskreiskonfiguration, all das zusammen, weil es auch gar nicht selbstverständlich ist und auch immer weniger selbstverständlich wird, dass man überhaupt echte Freunde findet, wo man es wagen kann, ganz ehrlich zu sein und niemand nichts beweisen muss, kein Image pflegen muss, ja, wo es kein Gesicht zu verlieren gibt. Ich sage immer scherzhaft, wenn jemand sagt, oh, das ist Gesichtsverlust, dann sage ich, hey, wenn man ein Gesicht zu verlieren hat, hat man dann überhaupt eins? Ja, also wo sind wir denn, dass man sein Gesicht verlieren kann? Ja. Also Freundschaft ist eben dieses Besondere, dass da Vertrauen zwischen Mensch und Mensch wachsen kann. Und selbst wenn man Schmerzliches erlebt, trotzdem immer merkt, auch wenn noch so Trennendes hier und da auftaucht, es gibt eine Ebene unter Menschen, wo eben wirklich ewige Freundschaft, ewiges sich füreinander interessieren, real wird. Und wo man spürt, es ist wie eine Art zweites Lebensgrundmotiv, verbindliche, gute, wahre, schöne, echte, menschliche Beziehungen zu finden. Und wir kennen alle sehr viele Menschen, aber wo sind diese wenigen ganz verbindlichen Schicksalsbeziehungen? Und dann kommt unerwartet irgendwann der Tod. Mir selbst ist der Tod eben schon insofern sehr früh begegnet, als ich in eine Familie hereingeboren wurde, wo schon ein älterer Bruder war und eine ältere Schwester. Und der Bruder starb aber durch einen, ja, ich darf schon als Medizinerin sagen, eine fehlgesteuerte Narkose an einem harmlosen Leistenbruch, eigentlich ein Kunstfehler. So wurde auch nachher gesagt, ja, der Arzt sei nicht da gewesen, es sei eine Assistentennarkose gewesen. Also es ist natürlich kein Trost, aber jedenfalls, er wurde ganz plötzlich im Alter von 2,5 etwa Jahren aus dem Leben gerissen. Ein unsäglicher Schock, den meine Mutter eigentlich zeitlebens nie ganz verwunden hat. Und als ich sie mal gefragt habe, warum ist das denn so? Du bist doch Anthroposophin, du weißt doch um das nachtodliche Leben und dass man eigentlich verbunden bleibt und so weiter. Ja, natürlich. Aber was sie mir sagte, das hat mich so berührt. Sie sagte, weißt du, Michaela, ich hätte ihn so gerne kennengelernt. Ja, das ist nicht, das ist unwiederbringlich. Sie konnte ihn in diesem Leben nicht kennenlernen als Jugendlichen, als Erwachsenen, als, ja, dieses, und es war der Erstgeborene, jedenfalls 2 Monate vor meiner Geburt starb dieser Bruder. Und mir wurde dann erzählt, und meine Mutter hat es auch gesagt, ich hätte so mich bewegt in ihrem Bauch, dass sie das wie im Leben festgehalten hat. Sie war so unter Schockstarre, dass sie wirklich praktisch die ersten Tage, ich weiß nicht wie lang, überhaupt nicht weinen konnte. Sie war wie gelähmt. Und ich hätte sie da mit meinem Rabatz in ihrem Bauch sozusagen am Leben festgehalten. Konnte ich später ganz gut verstehen, was sie damit gemeint hat.
Aber warum ich das sage, mir wurde dann erzählt, als ich geboren bin, hätte ich ein paar Tage lang wie die Physiognomie meines Bruders gehabt und dann sei das weggegangen. Ich hätte ihm so ähnlich gesehen, als ob er mir wie einen Siegelabdruck ins Gesicht geprägt hätte. Er eben gerade in dieser nachtodlichen Situation und das Geschwisterchen kommt und wir sind uns sozusagen ätherisch begegnet. Das heißt, dieser wunderbare Lebensorganismus, der sich nach dem Tode eben langsam in der ätherischen, ewigen Lebenswelt auflöst und der sich bei einem Neugeborenen gerade immer mehr dem Körper Leben gebend und vermittelnd in den Menschenleib herein inkarniert. Und so bin ich eben schon aufgewachsen mit einem Brüderchen im Himmel. Und das war für uns Geschwister, sind dann noch 5 Mädchen gekommen, außer mir noch 4 insgesamt. Das war bei uns ganz selbstverständlich. Wir haben einen Bruder im Himmel und wir 5 sind auf der Erde. Und wir gingen einmal im Jahr mindestens zu seinem Beet. Das hieß nicht Grab, sondern da haben wir ein Beet, eben sein Grab, gepflegt. Und wenn wir auf der Straße gespielt haben und wir wurden angesprochen und gefragt, wie viel seid ihr denn oder wer gehört alles zu eurer Familie, dann haben wir immer gesagt, wir sind 5 Schwestern und haben ein Brüderchen im Himmel. Und ich erinnere mich noch, wie merkwürdig die Menschen einen dann angeschaut haben manchmal. Jedenfalls will ich damit nur sagen, für mich war dieses Motiv, dass da jemand noch im Himmel ist, nicht nur Großeltern und Menschen, wo man ein Foto sieht, sondern wirklich einer von uns, unser Ältester, mit einem schönen Foto, was wir auch hatten, immer in der Wohnung, wo er so ganz fröhlich die Arme in die Luft schmeißt, er sagte auch schon ich. Das war für mich sehr selbstverständlich. Und ich weiß auch, dass ich oft gebetet habe, er möchte doch wieder runterkommen, weil ich irgendwie dachte, wenn er darauf geht, kann er auch wieder runterkommen. Und dann ein zweites Erlebnis, ich mache so ein paar persönliche Impressionen, damit ihr ein bisschen wisst, warum auch dieses Thema mich freut, dass ich einmal in dieser Form darüber sprechen darf, weil ich es wirklich sehr wichtig finde. Es macht das Leben nämlich so viel menschlicher, wenn man ein menschliches Verhältnis zum Tod und zum Sterben hat. Es macht einfach das Leben schöner, möchte ich mal sagen. Jedenfalls, ich war etwa 11 Jahre, da kam meine Mutter eines Tages nach Hause und sagte zu meiner älteren Schwester und mir, kommt doch mal bitte mit, wir gehen jetzt in die Christengemeinschaft, in die Werfmershalde in Stuttgart, Emil Bock ist gestorben und ich möchte gerne, dass ihr diesen Menschen gesehen habt. Ich hatte noch nie einen Toten gesehen, meine Schwester auch nicht. Dann sind wir also mitgegangen und haben zum ersten Mal dieses großartige Todes- und Sterberitual gesehen, wie man einen Menschen aufbahrt, die Kerzen, die Blumen, dann Menschen feierlich in einem größeren Umkreis. Es war natürlich in einem großen Saal der Christengemeinschaft aufgebahrt, die dann still im Evangelium lasen. Und dann so eine ganz priesterliche, wunderbare Gestalt auf dem Totenbett. Das hat mich tief beeindruckt, habe ich auch nie vergessen. Und hat mir irgendwo vermittelt, dass der Tod auch etwas Feierliches ist. Etwas im Grunde Weihevolles. Ja, und dann kam ich in den Beruf. Ich bin manche Wege und Umwege gegangen und dann musste ich anfangen, Vorträge zu halten. Und ich weiß noch, mein erster Vortrag, das war Albtraum pur. Da sollte ich in einer Waldorfschule über Ernährung sprechen, in meinem ersten Assistenzausbildungsjahr für Kinderheilkunde. Und mein Chef sagt, es ist gut, dass das Krankenhaus einen Umkreis hat. Ja, und ich habe mich dahingestellt und bekam eine psychovegetative Reaktion. Mein Ohr fiel zu, meine Knie schlotterten.
Ich guckte so an mir runter, konnte gar nicht mehr richtig hören, nur noch mit einem Ohr, dass mein Rock so etwas zitterte. Zum Glück hatte ich keine Hosen an. Jedenfalls, es war nur schrecklich. Und ich ging abends nach Hause nach dem Vortrag und sagte zu meinem Mann, das war mein erster und mein letzter Vortrag. Nie wieder, nie wieder. Und er auf gut Schwäbisch, gemüthaft, das müssen wir noch sehen. Also, das entscheiden wir jetzt nicht an diesem Abend. Warum erzähle ich das? Am nächsten Morgen wache ich auf und habe plötzlich das Bild, da werde ich jetzt die Namen nicht nennen, das Bild von zwei meiner Lehrer. Einen hatte ich nie im Unterricht, aber mit dem waren meine Eltern befreundet und war öfters bei uns zu Hause. Und einen anderen hatte ich im Unterricht, aber nicht so oft. Also ganz überraschend, aber ich schätzte beide sehr, so von der Ferne. Zwei Lehrerpersönlichkeiten hatte ich plötzlich so vor dem inneren Auge, ganz lebendig. Und da war nicht irgendein Dialog, ein Gespräch, gar nicht, sondern ich fühlte, also Michaela, wir helfen dir. Brauchst dir eigentlich gar keine Sorgen machen. Wir helfen dir. Und so war das dann auch. Ich habe eigentlich dann immer in der Folgezeit, das ist auch heute so, bis heute noch, wenn ich mich auf einen Vortrag vorbereite, also diese beiden Persönlichkeiten haben sich dann so nach etwa 20 Jahren irgendwie weiter wegbewegt, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn man mit Menschen sich unterhält und ich nicht irgendetwas habe, was ich jetzt vorlese und wo ich schon im Voraus genau weiß, was ich jetzt mache und mich da absichere, sondern wenn ich mich einfach in eine Begegnung mit anderen Menschen begebe und wir haben ein gemeinsames Thema und man überlegt, wie wird man diesem Thema gerecht, habe ich immer das Gefühl gehabt und es hat mich nie mehr verlassen, da wird einem geholfen. Und zwar nicht nur, dass Menschen mir sozusagen helfen, damit ich jetzt nicht stecken bleibe oder den Faden verliere, sondern dadurch, dass jeder der Zuhörer ja auch ein Netzwerk hat nach drüben, ob er das sich bewusst macht oder nicht. Und die Art, wie zugehört wird, wie sich da was bildet zwischen dem, der spricht und denen, die zuhören. Und oft hat man auch die Chance, nachher noch ins Gespräch zu kommen. Das finde ich immer besonders schön. Da hat die geistige Welt die Möglichkeit, einem Gedanken, Gefühle, ja manchmal sogar Intentionen zu vermitteln. Ich bin selber schon in Vorträgen gewesen, wo ich mit dem Erleben rausgegangen bin, also diese Sache muss ich jetzt nachverfolgen, mit einem ganz klaren Willensimpuls. Ja, und normalerweise denken wir natürlich, das sind meine eigenen Gedanken, meine eigenen Gefühle, die habe ich mir gemacht, während ich da gesessen bin. Wir fragen in der Regel nicht, wer hat mir die Gedanken geschickt? Von wo sind sie mir denn eingefallen? Und insofern finde ich diesen Spruch so schön, man fällt nicht aus der Welt, man wird mit ihr erst eins. Das heißt, die Verstorbenen sind mit uns eins. Die sind jetzt nicht mehr getrennt. Wir können zwar die Lebenszeit auf der Erde nicht gemeinsam weiter fortsetzen und uns dann mal 3 Jahre nicht schreiben und dann begeistert wiedersehen, sozusagen dieses übliche biografische, das ist natürlich zu Ende. Aber da wissen wir ja auch, wie das Getrenntsein ja nicht immer ganz ohne Probleme ist, also dieses Inkarniertsein und wie eben Beziehungen dann auch leiden können oder sich wieder heilen können. Das heißt, des Lebens Auf und Ab,
das ist vorbei und wohl dem, der aus dem Leben scheidet und möglichst seine menschlichen Beziehungen in Ordnung gebracht hat. Das ist ja ganz wichtig, dass man da versucht, so viel man kann, mit Biografiearbeit und anderen Möglichkeiten oder Selbstreflexion oder Gespräch wirklich zu versuchen, diesen Lebensweg, die Selbstfindung, aber auch die Freundesfindung, den Schicksalsumkreis, die menschlichen Beziehungen, mit denen wir eben zusammengekommen sind, dass man die eben doch in irgendeiner Form wie segnen kann, bevor man nach drüben geht, weil dieses Einswerden nach dem Tod sieht dann natürlich anders aus. Wenn man Gesten der Selbstüberwindung getan hat, weil, und das möchte ich an dieser Stelle jetzt gerne kurz einfügen, wenn man jemanden, der wirklich viel geforscht hat über das nachtodliche Leben, nämlich Rudolf Steiner, wenn man ihn hört und von ihm liest, ein Buch habe ich mitgebracht, was Rudolf Steiner auch immer wieder empfohlen hat, dass man es Verstorbenen vorliest. Das heißt, wenn jemand stirbt, ganz egal, ob er davon eine Ahnung hatte von der Anthroposophie oder nicht, er sagte, es sei hilfreich für den Verstorbenen, wenn man Gedanken denkt, die eine Wirklichkeit bezeichnen, die der Verstorbene jetzt erlebt, aber unter Umständen nicht versteht. Und wir alle wissen ja den Unterschied zwischen Verstehen und Erleben ohne Verstehen. Das heißt, wer sich gar keine Gedanken über das nachtodliche Leben gemacht hat, der erlebt ohne zu verstehen. Und das ist natürlich nicht angenehm. Und deswegen eine große Labsal, wenn man eben mit den im Gedenken an den Verstorbenen ihn sozusagen einlädt, denk das mal mit mir. Und damit bin ich jetzt an einem Punkt, wie sieht dieses nachtodliche Leben aus? Ganz klar ist, wir legen den physischen Leib ab, der uns getrennt hat. Ja, und was bleibt? Natürlich sagt der Materialist, damit ist alles weg. Bewusstsein ist ja nur eine biochemische resultierende aus dem Lebensprozess, aus den neuropsychologischen Prozessen und so weiter. Aber wenn einem das ein bisschen zu einfach vorkommt, und man sich eingehender damit beschäftigt, dann wird einem ja deutlich, und vor allem, wenn man solche Erlebnisse hat, wie ich auch noch ein paar schildern werde, wie man eben mit den Verstorbenen im Denken, Fühlen und Wollen zusammenhängt und gerade nicht getrennt ist, dann ist es eben schon wichtig, sich klarzumachen, nach dem Tod leben wir zunächst einmal in unserem Gedankenorganismus. Auch in unserem Gedächtnis, und zwar in einem besseren Gedächtnis, auch der mit Demenz gestorben ist, wenn er den kranken physischen Leib mit dem Gehirn, was nicht mehr reflektieren kann, ablegen darf, dann ist das wie ein Geisterwachen, eine unglaubliche Helligkeit, ein Rückblick in die gesamte Biografie zwischen dem Tod und der Geburt. Man lebt sozusagen sein Leben wie rückwärts. Und dieses Lebenstableau, was ja auch als außerkörperliche Erfahrung viele Menschen in Todesnähe erlebt haben und bestätigen, dieses Lebenstableau ist eben ganz und gar aus Gedanken gewoben, aus lebendigen Erinnerungsbildern. Und das löst sich langsam auf, so wie sich die physischen Bestandteile des Körpers in Erde, Wasser und Luft bei der Feuerbestattung, wenn wir verbrennen, in Asche, Feuer und Luft sozusagen dem allgemeinen Naturprozess wieder eingliedern. Und so gliedern sich die Gedanken der überall vorhandenen Weltweisheit ein. Ja, jedes Naturgesetz ist ja ein Gedanke.
jede philosophische Begrifflichkeit, jeder mathematische Begriff, es sind ja alles Gedanken. Unsere ganze Schöpfung ist durchdrungen von Weisheit. Und in dieses Weisheitsvolle kehren natürlich auch die eigenen Gedanken zurück. Und Rudolf Steiner sagt jetzt, einen gewissen Extrakt von seinem Denken, den nimmt der Mensch mit. Und das seien alle die Gedanken, mit denen wir uns während des Erdenlebens identifiziert und wirklich verbunden haben. Das heißt auch mit anderen Worten, Gedanken und Begriffe, die wir wirklich durch und durch verstanden haben und die wir ganz aus uns selbst reproduzieren können. Ja, was sind die? Die sind Teil unseres ewigen Lebens. Das nachtodliche Gedankenleben ist ewig, das sind die Weltgesetze. Und das zeitgebundene Gedankenleben, das erklärt Rudolf Steiner auch, das ist unser körperliches Leben. Viele von Ihnen kennen das, für die, die es nicht kennen, will ich jetzt kurz skizzieren. Wir haben Gesetzmäßigkeiten physischer Art, nach denen eine physische Organisation, da gliedern wir uns eben physische Substanzen ein und die bilden unseren materiellen Leib, unseren substanzraumerfüllenden Körper. Dann haben wir aber Gesetze, weisheitsvolle Gesetze, die leben in der Zeit, wie die Gesetze unserer ganzen Evolution, die sind prozessorientiert. Die haben Anfang und Ende. Und wenn es sich um Leben handelt, sind es rhythmisch-zyklische Gesetze. Unsere biologische Uhr, alles, was sich wiederholt, die Atemzüge, die Herzschläge, Schlafen und Wachen. Alles Leben basiert auf Rhythmen. Und das sind Zeitgestalten, Zeitprozesse. Und Rudolf Steiner nennt sie ätherische Organisation, weil der blaue Himmel, den die Griechen Äther nannten, ebenso ein unendlicher Licht- und Wärmespender ist und den Pflanzen das Leben vermittelt. Ohne Sonnenlicht, reflektiert an der Lufthülle der Erde als blaues Himmelslicht, gibt es kein Leben auf der Erde. Auch der Wechsel von Tag und Nacht und so weiter. Jedenfalls, diese Gesetzmäßigkeiten verlaufen in der Zeit und beinhalten unsere Lebenszeit, die kürzer oder länger ist. So sind wir räumlich organisiert und so sind wir zeitlich organisiert. Und dann sind wir eben außerräumlich, außerzeitlich, seelisch organisiert. Wir haben eine seelische Organisation. Und die nennt Rudolf Steiner astral. Und da sind wir schon gleich beim nachtodlichen Leben. Aster heißt Stern, auch ein griechisches Wort. Und was bedeutet das? Jede Nacht verlieren wir unser denkendes Bewusstsein. Jede Nacht hat die ätherische Organisation die Möglichkeit, in der Unbewusstheit den Körper mit Leben zu fluten. Alles, was bei Tag abgebaut wurde durch die Bewusstseinsarbeit, kann sich wieder regenerieren. Und diese astralische Organisation breitet sich nachts im Makrokosmos aus, wo wir nach dem Tod auch hingehen. Sozusagen unsere ewige Seele, die aber bei Tage verbunden ist mit Leben und Körper über die Sinne, weil wir empfinden und fühlen unseren Körper und wir erleben ihn. Und dann haben wir schließlich noch eine Ich-Organisation, die bewirkt, dass jeder von uns einen Gleichgewichts-, einen Mittelpunkt hat. Was man ja am Anfang dachte, dass Affen und Mensch doch viel ähnlicher wären. Und an einer Stelle hat man gemerkt, sie sind komplett verschieden. Und das ist der Gleichgewichtssinn. Ein Affe ist zum Beispiel nicht in der Lage, einen Stock
im Gleichgewicht zu balancieren und zu halten. Er hat keine Gleichgewichtswahrnehmung. Ganz interessant. Und schon die Kinder im ersten Lebensjahr, wenn sie sich aufrichten, spielen die schon mit ihrem Gleichgewicht. Das heißt, die Ich-Organisation vermittelt uns die Möglichkeit, physisch einen Schwerpunkt zu erleben, seelisch im Gleichgewicht zu sein, daran zu arbeiten und geistig uns so zu fokussieren, dass wir eben unsere Identität, unseren Ich-Punkt zeitlebens entwickeln können. Und das Entscheidende ist jetzt zum Verständnis des Zusammenlebens zwischen Lebenden und Toten, die Frage, die Rudolf Steiner in den verschiedensten Zusammenhängen erforscht und ausgearbeitet hat, indem er der Frage nachgegangen ist, woher kommt das Denken? Woher kommt das Fühlen? Woher kommt das Wollen? Und er fand eben heraus, diese wunderbaren Lebenskräfte, die den Körper wachsen lassen, die ihn regenerieren lassen, die das vergängliche Körperleben schaffen, wenn die im Körper nicht mehr gebraucht sind, also im Tod werden sie überhaupt nicht mehr gebraucht, dann werden diese Gesetze frei und wir erwachen in diesem wunderbaren Gedankenorganismus. Weisheitsvollster Lebens- und Entwicklungsgesetze. Aber solange wir noch im Leben sind, ist natürlich ein Teil immer mit Wachstum, Regeneration und ja, dem Körperleben, dass das erhalten bleibt, beschäftigt. Aber das Wichtige, was er eben gefunden hat, wir denken mit außerkörperlich aktiven Lebenskräften. Ewiges Leben und vergängliches Körperleben sind ein und dasselbe Leben. Und deswegen sind natürlich, wenn diese Gedanken außerkörperlich in unserer Aura am Gehirn reflektiert werden und dann bei Tage Abbau erzeugen, weil diese Gedanken eben das Physische zurückdrängen, damit wir das rein seelisch-geistige Denken, Fühlen und Wollen erleben, dann sind wir eben, ob wir das uns bewusst machen oder nicht, als denkende Menschen immer jenseits der Todesschwelle. Wir sind aus dem Körper heraus. Denken ist sozusagen eine natürliche, außerkörperliche Erfahrung. Und das hat mir natürlich im Nachhinein, als ich das studiert habe, total verständlich gemacht und erklärt, warum ich plötzlich Gedankenbilder geschenkt bekommen habe oder an jemanden denke und merke, zugleich fühle das auch, dass da jetzt Hilfe herkommt oder ein guter Einfall herkommt. Dasselbe passiert mit diesen seelischen Gesetzen. Wenn die außerkörperlich wirksam werden, nennen wir es Fühlen. Und wenn sie im Körper wirken, dann nennen wir es Differenzierung. Das ist nicht Wachstum, sondern Zelldifferenzierung, Organdifferenzierung, männlich-weiblich Differenzierung. Ja, wir haben Wachstumsprozesse, wir haben Differenzierungsprozesse. Und wenn diese Differenzierungsgesetzlichkeiten körperlich frei werden, also außerkörperlich wirksam werden im Lauf der Entwicklung, dann erleben wir das als Gefühl, als Empathie. Und plötzlich kann man verstehen, wieso man sich so nah fühlen kann mit einem Verstorbenen, weil man eben mit seinem Fühlen in derselben Welt lebt, in der die Verstorbenen sind, nämlich außerkörperlich, jenseits der Körperlichkeit. Und dasselbe mit der Ich-Organisation, wenn die frei wird, dann ist es der freie Wille. Ja, solange mein Wille im Körper tätig ist, ist er ja vom Körper abhängig. Meine Motorik hängt von der Muskelkraft ab und so weiter. Ich kann ja längst nicht alles leisten, was ich will. Ja, da bin ich nicht frei.
Aber wenn ich mit meinem außerkörperlichen Willen meine Gefühle bearbeite, eigenständig denke, mir meine eigenen Gesichtspunkte bilde, etwas eigenständig untersuche, da bin ich vollkommen frei. Ich habe lange nicht verstanden, warum Rudolf Steiner, als er dieses Buch schrieb, im Vorwort zur dritten Auflage schreibt: Es gibt zwei Bücher, die dasselbe Ziel verfolgen. Die Theosophie und meine Philosophie der Freiheit. Und ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal las, dachte ich, ich kenne kaum zwei verschiedenere Bücher. Und was ist denn dasselbe Ziel? Hier ist das Ziel, den Menschen so zu beschreiben im Leben und nach dem Tod, die nachtodlichen Erlebnisse, dieses Panorama, dann die seelische Läuterung nach dem Tod, die Seele in der Seelenwelt nach dem Tod, eine Riesenhilfe, wenn man das den Verstorbenen vorliest. Und dann, wenn man diese seelische Läuterung absolviert hat, dieser Eintritt in das Geisterland nach dem Tod, was räumlich sich durch die Sternenwelt sozusagen ankündigt, aber was geistig eben nicht räumlich ist, außerräumlich, außerzeitlich, überall, makrokosmisch, mikrokosmisch wirksam. Die Welten sind eben nicht getrennt. Sie sind durch die Weltgesetze verbunden. Aber wie wir die Welt, diese einheitliche Welt, erleben, im inkarnierten Lebenszustand und nachtodlich, das ist verschieden. Und wenn wir uns vorstellen, wie mühsam es ist, ja, wir brauchen etwa 20, 25 Jahre, um überhaupt wirklich dort anzukommen, auf der Erde, auch beruflich, wo wir dann anfangen können, mitzuarbeiten am gesellschaftlichen Prozess. Das heißt, die ersten 20, 25 Jahre leben wir ja noch ziemlich vorläufig und müssen uns finden und müssen uns abschleifen, müssen uns auseinandersetzen, müssen uns orientieren. Ja, und das Ganze passiert natürlich relativ kurz in der Zeit. Man kann auch sagen, nur 20, 25 Jahre. Denn im nachtodlichen Leben, da haben wir mehr Zeit. Da sind wir aus dieser getakteten, in den Raum projizierten Ewigkeit, das heißt dieser Zeitlichkeit, da sind wir aus dieser Welt draußen. Da hat man andere Zeiträume und kann in Ruhe diese Anpassungsarbeit an die geistige Welt vollziehen. Und das ist eben jetzt die entscheidende Frage. Ja, ich habe angedeutet eingangs, wir passen uns an die Erdenwelt an, indem wir zwei Dinge lernen, einmal uns selbst zu finden und andererseits Menschen zu finden, mit denen wir uns echt verbinden können für gemeinsames Tun und Wirken. Also das Individuelle und Soziale wirklich in eine Balance zu bringen. Das sind zwei ganz zentrale Erdenaufgaben. Und nach dem Tod ist es umgekehrt. Da ist die eine zentrale Aufgabe, sich das Ego abzugewöhnen. Weil diese Begrenzung, dieses Selbstbezogene hat da drüben gar keinen Platz. Also wenn man da teilnehmen will am Ganzen, am Ungetrennten, muss man sich tatsächlich das Irdische abgewöhnen. Und das wird dann auch entsprechend manchmal in recht unschönen Bildern geschildert. Aber wenn man sich klar macht, worum es geht, dass man sich etwas abgewöhnen muss, was nur auf der Erde gebraucht wird, dann ist es eben sehr menschlich. Denn dann möchte man ja gerne sich an diese neue, andere geistige Welt, diese außerzeitliche, außerräumliche Welt anpassen. Und insofern ist eben dieses Leben der Seele im Seelenland ein Entwöhnungsprozess der Sinnlichkeit und dann eben auch in der geistigen Welt ein zunehmendes Zusammenwachsen mit den Intentionen der Schöpfung, mit den Urbildern, den Urvisionen, die die
göttliche Welt, die Hierarchien, die trinitarische Gottheit mit dieser Erde und ihrer Entwicklung und dieser wunderbaren Menschheit, die da so ringt um ihr Menschentum und das irgendwie in Freiheit sich erarbeiten muss. Und es wird uns ja nicht von Natur aus geschenkt. Tieren wird die Vollkommenheit von Natur aus geschenkt, Pflanzen auch. Wir Menschen müssen das selber erstreben und brauchen deswegen viele Erdenleben, um das zu schaffen, um wirklich Mensch zu werden. Und da kommen wir eben, so Rudolf Steiner, in dieses Reich der Absichten und Ziele dieser ganzen Schöpfung und werden dann mit dieser Welt, aus der wir auch herausgeboren wurden, wieder eins. Also es sind auch wieder diese beiden Dinge, nur unter umgekehrten Vorzeichen. Und dann bereiten wir aus diesen neuen Einsichten ein nächstes Erdenleben vor. Und jetzt ergeben sich natürlich viele Fragen. Und Rudolf Steiner gibt da auch sehr konkret Antwort. Und das kann man eben auch erleben. Ich sagte von diesen beiden Lehrerpersönlichkeiten, von denen ich mich sehr begleitet gefühlt habe, vor allem in dieser Öffentlichkeitsarbeit, die mir gar nicht so leicht fiel. Eines Tages waren sie sozusagen nicht mehr da, ja, wo man deutlich spürt, jetzt haben die ganz andere Aufgaben. Das heißt, eine gewisse Zeit, meistens je nachdem, wie lange man lebt, hat man eben noch sehr enge Verbindungen mit den Lebenden. Auch in der ganzen Zeit, wo man sich seelisch läutert und langsam anpasst, ist man so dankbar, wenn man eng mit Lebenden zusammenhängen kann, weil man zu denen noch so viel Verwandtschaft hat, auch vor allem emotional im Seelischen. Und um da jetzt auch noch etwas ganz Persönliches zu sagen, einmal zu dieser Objektivität, dass wir eben in derselben Gedankenwelt mit den Verstorbenen leben, denn sie nehmen ja alle Gedanken mit denen sie sich verbunden haben. Alles, was ihnen wesentlich war an Erkenntnissen, an Einsichten, ja, wo ist das? Damit hat sich das Ich identifiziert. Da sagen wir ja, meine Werte, meine Ziele, mein Leitbild, das, was mir wesentlich ist. Ja, damit haben wir uns identifiziert. Und alle Gedanken, alle Gefühle, mit denen wir uns echt identifiziert haben, die bleiben, weil die haben wir in unser Ich aufgenommen. Und wie das geht, das können wir eben auch an jeder Wahrnehmung uns verdeutlichen. Wir haben ja hier die Sinne. Und jetzt sehen wir uns. Und wenn wir irgendein Objekt, einen Menschen, ein Detail, eine Lampe ins Auge fassen und wir schließen die Augen, dann können wir uns das Gesehene vorstellen. Ja, wir haben eine totale Kongruenz unseres Denkens mit der Sinneswahrnehmung. Alles sinnlich Erlebte können wir wie gedanklich abfotografieren und uns vorstellen. Und das ist ein tägliches, ganz normales Erleben. Und wenn wir Erinnerungen und Gesehenes so verarbeiten, dass sie uns wichtig und wesentlich werden, dann bleiben sie nicht Vorstellung, sondern werden unser eigenes Besitztum. Dann verbinden wir uns auch emotionell damit oder wir realisieren etwas, was wir so gesehen, gedacht, überlegt haben. Das heißt, dann sind wir vollmenschlich mit dieser Sache verbunden. Aber das meiste, was wir so an Informationen noch dazu jetzt in der digitalen Welt so durch uns durchfluten lassen, damit verbinden wir uns nicht im Ich. Und das verschwindet dann alles, ganz selbstverständlich. Aber worauf ich jetzt eben hinweisen wollte, ist, wir haben über das Denken, über dieses Ätherische, eine unmittelbare Beziehung zur Sinneswelt. Und es ist zum Beispiel eine Erfahrung, die bestimmt viele mit mir teilen,
wenn man einen sehr nahen Menschen verliert, und bei mir ist das vor 3 Jahren mit meinem Mann gewesen, ja, die erste Zeit war für mich ganz schwierig, voller, weil ich auch Ärztin bin und ich habe ihn wiederbelebt. Dann habe ich mir überlegt, warum habe ich den Arm so geplagt? Er wollte ja offenbar doch gehen, hatte ich Schuldgefühle. Ich war erstaunlich mit mir beschäftigt. Und dann kriegt man zu dem Verstorbenen gar keinen Kontakt, weil man viel zu sehr mit sich beschäftigt ist. Und da werde ich nie vergessen, ich habe das irgendwie dann mal selbst gemerkt, habe gedacht, du musst damit mal aufhören, das hilft ja dir keiner. Das musst du jetzt auf dich nehmen, dass du da vielleicht Blödsinn gemacht hast. Das ist ja nicht das erste Mal, also man muss ja auch mit seinen Fehlern weiterleben und sich wieder eine Chance geben und sagen, vielleicht habe ich noch mal eine Chance, das wieder gut zu machen. Jedenfalls, ich bin so ein bisschen zur Vernunft gekommen, habe mir überlegt, jetzt lese ich mal beim Mittagessen eines seiner Bücher, die ihn immer so interessiert haben. Und das war dann ein dünnes Buch, weil dicke schaffe ich sowieso nicht und beim Essen schon gar nicht. Es war ein dünnes Buch über Harmonices Mundi, also die Weltharmonik. So ein ganz tolles Büchlein von Kaiser, du kennst es vielleicht. Jedenfalls, da habe ich angefangen, das zu lesen, fand gleich die erste Seite schon ziemlich spannend, hat mich gefreut. Und dann war es so, wie wenn er hinter mir steht und sagt, das ist jetzt etwas Gescheites. Ja. Da war wie so eine Fruchtblase geplatzt und der Kontakt war da und ich hatte das Gefühl, ah ja, das ist jetzt etwas, da hat der Spaß dran, dass ich jetzt mal endlich was Vernünftiges mache, was Wesentliches denke und nicht im Selbstmitleid und so weiter mir da Köpfe mache. Und da habe ich aber auch gemerkt, diese Nähe, der hat da förmlich drauf gewartet, dass ich zur Vernunft komme. Ja, und irgendwo, dass das so auch so humorvoll passiert. Ich musste richtig schmunzeln, weil ich habe es förmlich gehört. Und dann hat mich das geführt, dass ich mir gesagt habe, ja, ich muss jetzt einfach mal Dinge machen, die er gern hatte. Und dann bin ich als erstes raus in unseren Garten, weil er hatte in den letzten Lebensjahren, war der ganz viel im Garten. Der kannte alle Blumen. Ich musste dann auch manchmal mitkommen, weil er was Neues entdeckt hatte. Und ich hatte eigentlich gar keine Zeit. Jedenfalls, er hat ein Bienenhotel angeschafft für Wildbienen und manchmal auch den Gärtner bestellt und dann irgendwas pflanzen lassen. Und wo ich dann gesagt habe, ja, aber Georg, es gibt doch einen Riesenbaum. Ah ja, das will ich mal sehen. Also ich habe ihn machen lassen. Jedenfalls bin ich dann voller Rührung in den Garten gegangen und habe sozusagen seine ganzen Sachen angeguckt. Und das Interessante ist, die ganze Sinneswahrnehmung, habe ich gemerkt, ist vollkommen verändert. Ich habe viel intensiver alles gesehen und dann nicht nur in meinem eigenen Garten, sondern es war so wie, als ob ich die ganze Sinneswelt viel lebendiger, viel farbiger erlebe. Und dann fiel mir ein und es hat sich mir dann bestätigt, weil zuerst dachte ich, ja, stimmt das, bildest du dir das ein? Dann habe ich abends mir noch ein Buch gesucht, wo eben mein lieber Mann auch in den letzten Jahren vor seinem Tod immer wieder drin gelesen hatte. Das war der Generalfeldmarschall von Moltke, der starb ja noch während des Ersten Weltkrieges am Herzinfarkt und relativ jung. Und Rudolf Steiner kannte ihn und seine Frau sehr gut und hat dann eines Tages zu der Frau von Moltke gesagt, also ihr Mann hat Botschaften für Sie, darf ich Ihnen das mitteilen? Und in diesem Fall hat er quasi wie als Medium schriftliche Botschaften an die Frau von Moltke übermittelt. Und das hatte ich auch nie gelesen, habe ich mir dann vorgenommen, habe das so abends in kleinen Portionen gelesen. Das habe ich schon sehr bald nach seinem Tod angefangen. Und als ich gerade in dieser Situation war, dass ich die Sinneswahrnehmung so neu entdeckte, dass die sich so positiv und anders verändert hat, da lese ich in einem dieser Briefe, wie der Graf von Moltke an seine Frau schreibt, ich kann mit deinen Augen schauen und ich freue mich so, wenn du Schönes siehst. Ja, wo man merkt, dass eben diese Beziehung,
die Seele ist noch ganz auf die physische Welt hin orientiert, der physische Leib ist weg. Ja, woran hält man sich jetzt? Natürlich an die Lebensorganisation, und die Lebensorganisation hat aber diesen engen Bezug zum Physischen. Und das kann jeder, eben deswegen habe ich es gesagt, wenn wir etwas wahrnehmen, dann können wir es auch vorstellen. Das heißt, die Toten leben in den Gedanken, die sind so nah an unseren Vorstellungen, die wir uns an der Sinneswelt bilden, dass sie wirklich mit unseren Augen schauen können, weil sie sofort das, was wir uns vorstellen, sehen können. Ja, die können natürlich nicht durch das physische Auge gucken, aber die sehen diese Nahtstelle zwischen dem Sinneseindruck und der Vorstellung, zwischen dem Sinneseindruck und der Empfindung. Wir fühlen ja auch, beziehungsweise Gefühl kommt erst später, wir empfinden ganz keusch und rein, was wir sehen. Wenn wir ein helles Weiß sehen an einer Blüte, haben wir eine ganz reine Empfindung von diesem Weiß. Das ist noch kein Gefühl. Im Gegenteil, das ist dann eigentlich ein Schulungsweg, wie man gesunde neue Gefühle sich aneignet, indem man Sinnesempfindungen ganz vorsichtig in sein Gefühl aufnimmt und sie dort vertieft. Ja, Goethe hat ja ganz in dieser reinen, empfindsamen Sinnesanschauung gelebt. Und das war für ihn sozusagen die Beziehung zum Makrokosmos über die Natur, über die Sinne, diese Reinheit der Schöpfung zu erleben. Und da merkt man, wenn man eben Schönes sieht, wenn man wirklich mit offenen Augen durch die Welt geht, da können die Verstorbenen sofort mit. Und das Geschenk an uns, die wir eben schauen und diese Sinnesbilder dann haben, uns freuen über eine Wolke, eine Stimmung, ein kleines Detail, dann spürt man diese Intensität, die dann so eine Sinneswahrnehmung bekommt, die wird dadurch so schön und so reich und so substanziell, weil eben da noch ein anderer das miterlebt, aber eben rein gedanklich und seelisch wach. Das Physische lähmt das Seelische nicht mehr ab. Also es liegt sozusagen Denken, Fühlen und Wollen wie blank und kann damit. Aber es müssen eben Qualitäten sein, die zu dieser nachtodlichen Welt, zum wirklich Wesentlichen, Beziehung haben. Und deswegen gibt es einfach drei Gefühle, die da ganz besonders eine Art Brückenfunktion haben zu den Verstorbenen. Das eine ist Dankbarkeit, eben nicht Schuldgefühle, sondern Dankbarkeit für alles, was man positiv und schön erleben durfte. Weil daran hält sich der Verstorbene ja jetzt auch. Das, was negativ war, was schwierig war, das muss er sich ja abgewöhnen, das muss er sich überwinden, das muss er anschauen. Das ist sozusagen Lernstoff für ein nächstes Leben. Aber um sich zu läutern und in die geistige Welt aufzusteigen, muss ja der Verstorbene gerade dieses Negative anschauen, sozusagen für die Zukunft sich da was vornehmen, aber es auch ablegen. In der Mondensphäre zum Beispiel, das beschreibt Rudolf Steiner dann noch wieder ganz extra. Das heißt, wir helfen der Seele nach dem Tod, wenn wir eben dankbar sind für alles, was positiv war, weil das sind seine Aufstiegsstufen. Das Positive, was wir in anderen Menschen wachgerufen haben, sind die Aufstiegsstufen für ihn in die geistige Welt, weil das trägt, das bleibt, das hat schon diesen Identifikationscharakter, das will man auch nicht verlieren, das Positive. Ja, am Negativen wacht man auf und lernt noch lange, das muss man verwandeln, aber mit dem Positiven will man ja verbunden bleiben. Und das ernst zu nehmen, die Verstorbenen tatsächlich wie zu ernähren mit Dankbarkeit für das, was man miteinander erleben durfte. Das ist wie Labsal in dieser Läuterungsphase. Und deswegen ist dieses
wirklich oft über den Verstorbenen sprechen, sich Situationen ins Bewusstsein rufen und eben möglichst, also gar nicht irgendwie lobhudelig, ihr versteht es jetzt nicht falsch, sondern immer aufs Wesentliche hin orientiert und mit einem Schuss Humor. Ich möchte an dieser Stelle gerne noch eine Anekdote erzählen von Herbert Hahn und Karl Schubert. Karl Schubert, der erste Heilpädagoge hier an der Stuttgarter Waldorfschule, starb nach dem Krieg schon relativ früh. Mein Vater, Lehrer an dieser Schule, war mit ihm befreundet. Herbert Hahn mit ihm zusammen Schulgründer gewesen. Und eine Zeit nach dem Tod von Karl Schubert kam Herbert Hahn eines Morgens, hat mir eben mein Vater dann später erzählt, ganz begeistert in die Schule, rief die Kollegen zusammen vor dem Unterricht und sagte, ich muss euch was erzählen. Ich habe doch heute Nacht von Karl Schubert geträumt. Und da bin ich auf ihn zugerannt und habe gefragt, ist das denn nach dem Tod so, wie es Rudolf Steiner beschreibt? Karl, kannst du mir das mal sagen? Und dann hätte Karl Schubert zu ihm gesagt, Herbert, es ist viel humorvoller, viel humorvoller. Sag es den Freunden. Ja, und ich muss sagen, als der Georg so sich zurückgemeldet hat, dann fiel mir diese Geschichte wieder ein. Es hat diese Prise Humor, so wie auch Konrad Ferdinand Meyer das in seinem Chor der Toten sagt, wir suchen noch immer die menschlichen Ziele. Ja, drum ehret und opfert, denn unsere sind viele, kann man eben sagen, zu diesen menschlichen Zielen gehört auch die Fähigkeit, über Fehler und über Lustiges lachen zu können. Das gehört auch zu den menschlichen Zielen, dass man lernt, mit Frustrationen und Fehlern konstruktiv umzugehen. Und je besser man da diese Selbstdistanzierung und das Humorvolle immer wieder einstreuen kann, die Sache wird dadurch menschlich. Und wir sind eben Menschen, auch nach dem Tod bleiben wir Menschen. Wir werden keine Engel, das ist ja wunderbar. Ja, wir bleiben Menschen. Und für mich war eben dieses mit der Dankbarkeit eine ganz wichtige Brücke im Durcharbeiten und im Nachdenken über die biografischen Gemeinsamkeiten, wo ich dann wirklich auch so Evidenzerlebnisse hatte, dass das stimmig ist, dass jedes Gefühl der Dankbarkeit eine echte Beziehung schafft, aber eben gar nicht so im Sinne von Vereinnahmen und jetzt gehörst du mir, also überhaupt nicht mehr. Das hat wirklich einen anderen Charakter. Es hat einen schenkenden, heiteren, hellen, warmen Charakter. Und mir erzählen ja viele Leute, die meinen Mann geschätzt haben, wie sie ihn erleben und was sie von, die haben schon viel öfter von ihm geträumt als ich. Ja? Und ich merke, da gibt es keine Anwandlung von, ist doch eigentlich mein Mann, überhaupt nicht. Ja? Also das hört echt auf und das ist wunderschön. Ja? Sondern es wird irgendwie so, ja, die sind jetzt überall und man kann froh sein, wenn man über die Dankbarkeit und über das gemeinsame Erlebnis Beziehung behält. Ganz individuell. Und das ist großartig. Und im Fühlen ist es eben die Liebe. Ja, eine Liebe, die tatsächlich dem anderen gilt. Und nicht die Eigenliebe, sondern die Liebe zum anderen. Genauso wie er oder sie ist. Und da gibt es eine wunderbare Meditation. Und das darf ich auch sagen für die, die das nicht kennen. Es gibt ein Büchlein, zusammengestellt von Tarja Gut, Mitten im Leben, Meditationen für die Verstorbenen. Und mein Mann, also der Georg Glöckler, der hatte ganz viele solche Sachen. Es fiel mir auch erst hinterher ein, wie intensiv er sich vor seinem Tod mit dem Tod beschäftigt hat. Jedenfalls habe ich dann dieses Büchlein mal durchgelesen und mir überlegt, ja, ich habe es mit der Frage gelesen, welcher Spruch passt denn zu dir und zu uns? Und wenn man das so macht, kam tatsächlich, bei einem Spruch hatte ich das Gefühl, der passt zu uns,
weil er eben diesen ganz objektiven Charakter hat, gerade so für die ersten Jahre danach, für diese ganze Seelenläuterungszeit. Der heißt so: Meine Liebe folge dir, Seele, die da lebt im Geist. Die ihr Erdenleben schaut, schauend sich als Geist erkennt. Und was dir im Seelenland, also man ist noch voll in der Seele, denkend als dein Selbst erscheint, nehme meine Liebe hin, auf dass ich in dir mich fühle, du in meiner Liebe findest, was mit dir in Treue lebt. Ja, man merkt, es wird dieser außerkörperliche, seelisch-geistige Mensch der Lebenden mit diesem makrokosmisch sich langsam immer mehr anpassenden, seelisch-geistigen Menschen des Verstorbenen wie verbunden. Und ich denke, die wenigen Andeutungen, die ich bisher gemacht habe, machen vielleicht deutlich, dass das tatsächlich die Brücke ist. Dankbarkeit, ja, was dir denkend als dein Selbst erscheint. Wenn ich dankbar bin für eine gemeinsame Sache, die wir gemacht haben, oder für ein besonderes Gespräch, eine Begegnung, ein inniges Beinandersein, ein gemeinsames Erleben, da ist natürlich das Selbst des anderen ja ganz beteiligt gewesen. Ja, und ihm jetzt zu helfen im Seelenland ohne den Körper, wo man nur auf sein Denken, Fühlen und Wollen angewiesen ist, ihm durch die Erdenverbundenheit zu helfen, solche Erlebnisse auch biografisch sozusagen als eine Kraftquelle zu empfinden in diesem Umorientierungsprozess, dass er sich leichter löst von der Erde, weil die Dankbarkeit, die trägt einen eben in die geistige Welt, die bindet nicht an die Erde, die fesselt nicht, wie eben negative Gedanken und Gefühle einen fesselnden Charakter haben können. Da ist das eben eine echte Brücke, und im Fühlen diese Liebe, die wirklich dem anderen und seinem Schicksal gilt, und der Freude, dass man da Teil sein durfte. Und dann eben als drittes dieser Wille. Und da würde ich gerne noch etwas ganz anderes mitteilen. Und zwar war das sehr interessant. Ich wollte ja zuerst beruflich Waldorflehrer werden. Und habe dann erst in der Arbeit mit den jungen Leuten, vor allem künstlerisch, indem ich mehrere Abschlussspiele hier in Stuttgart einstudiert habe mit 8. und 12. Klassen, habe ich in der künstlerischen Arbeit gemerkt, wie schnell und rasch sich Jugendliche und Kinder verändern, je nachdem, was man mit ihnen macht und welche immense Verantwortung man da hat. Ich habe also einen ziemlichen Verantwortungsschock bekommen und dachte, ich kann eigentlich noch gar nicht Lehrer werden. Ich bin dieser Verantwortung nicht gewachsen. Ich weiß zu wenig, was ich tue. Und das hat mich dann eben auch in diese Umorientierungskrise gestürzt, mich eben noch in Richtung Medizin, Kinderheilkunde, schulärztliche Tätigkeit dann noch weiterzuentwickeln und diesen Beruf zu wählen. Aber ich habe mich immer wieder gefragt, warum hattest du diesen Verantwortungsschock, der dich im Willen so blockiert hat, dass du plötzlich gedacht hast, ich kann doch nicht Lehrer werden, obwohl ich schon unterrichtet hatte. Wie eine Willensblockierung, Hemmung, so kannst du nicht weitermachen. Und erst viel später ist mir dann deutlich geworden, da war ich schon mitten im Medizinstudium und hat dann mit einigen anderen Medizinstudenten haben wir festgestellt, wir wollen alle diese Zusammenarbeit zwischen Medizin und Pädagogik fördern und da auch uns selber engagieren, auch schulärztlich, also nicht nur ärztlich. Da wurde mir bewusst,
Eugen Kolisko, der erste von Rudolf Steiner berufene Schularzt an der Waldorfschule, hatte nur ganz wenige Jahre, denn dann kam der Nationalsozialismus und alles war zu Ende, die Chance, diesen Beruf wirklich zu implementieren. Da wurde mir klar, unsere kleine Gruppe, und wir haben dann da auch drüber gesprochen, und es war für uns stimmig, wir greifen einen von Eugen Kolisko, der auch sehr früh dann am Herzinfarkt in England starb, im Exil. Wir greifen einen von einem verstorbenen, unter tragischen Umständen liegen gebliebenen Impuls, den greifen wir auf. Und wir hatten immer das Gefühl, dass dieser Eugen Kolisko uns dann bei dieser Arbeit, die sich dann in wenigen Jahrzehnten, kann ich inzwischen sagen, in Form weltweiter Kolisko-Tagungen für Lehrer, Ärzte, Eltern, alle zusammen, es geht nur ums Kind, es geht um die Entwicklung, dass er uns unglaublich geholfen hat, dass das sich so erfolgreich weltweit als ein Impuls der Zusammenarbeit ereignet hat. Die erste sogenannte Kolisko-Tagung, da haben wir uns erst so richtig bewusst gemacht, die war 89 zu seinem 50. Todestag. Und ich war frisch in Dornach angekommen. Die Kreerwaldschule hier war bereit, den Raum zu geben für die Tagung. Ich hatte nur die Adressen, die im Schulverzeichnis stehen, hatte noch gar keine richtige Datenbank und so weiter. Und da ist ein Wunder passiert. Jeder, der Waldorfschulen kennt, weiß, wenn da was im Sekretariat landet, das ist sehr nah am Papierkorb. Ja, das ist nicht selbstverständlich, dass das den verantwortlichen Lehrern überreicht wird und dass die dafür Zeit in der Konferenz kriegen und sagen, liebe Kollegen, das ist ganz wichtig, das müsst ihr lesen. Also ich war ja 10 Jahre Schulärztin in Witten, ich weiß, wovon ich rede. Jedenfalls, ich war auch höchst unsicher, wer überhaupt diese Einladung bekommt, aber wir wollten einfach diesen Impuls mal ins Leben rufen und haben zu dieser Tagung eingeladen. Ja, und wie viele haben sich angemeldet? 1200 Menschen aus über 40 Ländern. Das ist nicht normal. Entschuldigung, deswegen wollte ich es gern erzählen. Das war für mich so ein Beispiel, wie die Verstorbenen mithelfen. Ja, und dann denkt plötzlich eine Sekretärin, ach, das gebe ich dem oder der ist zufällig gerade da, übrigens hier. Es ist in so gut wie allen Schulen angekommen. Und dann eben auch sogar eine Schule in Indien, die erst 2 Jahre alt war und danach wieder einging, da kam ein Ranvir aus dieser Schule. Ja, also da sind, und ich hatte zum ersten und einzigen Mal einen finanziellen Überschuss von über 100.000 D-Mark, weil so viele Leute gekommen waren. Ja, und gut, jedenfalls die Verstorbenen können unseren Willen impulsieren, wenn wir es zulassen. Man ist natürlich frei. Ich hätte mir auch sagen können, ich hätte diesen Verantwortungsschock verarbeiten können, mit einem netten Lehrer reden, der mir gesagt hätte, du, das ist mir am Anfang auch so gegangen, mach einfach weiter, das wird schon wieder. Ja, warum ist das nicht passiert? Ich habe wirklich plötzlich gespürt, da lebt etwas in meinem Willen, da habe ich bisher nicht so dran gedacht, das wird jetzt erst wach. Und ich glaube, das ist richtig, das mache ich. Und dann trifft man gleich 2, 3, die haben denselben Impuls, dann gründet man einen kleinen Arbeitskreis. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass das humorvoll war, ich will nur sagen, es ist so normal. Und ich möchte damit sagen, mit normal, es ist eine Frage von Geistesgegenwart und Wachheit. Ja, wer denkt mit, wenn ich denke? Wer fühlt mit, wenn ich fühle? Wer will mit, wenn ich will? Bin ich das ganz allein oder fühle ich mich verbunden mit anderen, die ähnlich fühlen, ähnlich denken? Ja, mir sagen manchmal Leute, ich bin froh, dass es sie gibt. Ich denke manchmal an sie. Oder manchmal frage ich, was würde denn in dieser Situation die Frau Klöckler sagen? Ja,
Das sind reale Beziehungen. Ich mache das auch mit Menschen. Ich frage mich auch manchmal, was würde denn der oder der jetzt hierzu sagen? Weil das gibt einem eine objektivere Sicht der Dinge. Das heißt, wir sind nicht so isoliert wie der physische Leib mit seiner Vulnerabilität und seinen Grenzen es uns glauben machen will. Aber das Schöne ist, wir sind vollkommen frei, das zu prüfen, welchen Gedanken wir jetzt in Raum und Zeit folgen, welchem Gefühl wir nachhängen oder was wir stoppen. Da sind wir vollkommen frei, aber sich eben diese Anschlussmöglichkeit an andere Menschen, aber eben auch an höhere Wesen, sich das immer wieder in der Geistesgegenwart bewusst zu machen, das ist nicht nur für Lebende kraftgebend und hilfreich, sondern immer auch ein Segen für die Verstorbenen, denn die erleben natürlich auch in unseren materialistischen Zeiten unsägliches Getrenntsein, weil die Lebenden an die Verstorbenen viel zu wenig denken, sie viel zu wenig einbeziehen. Und weil in der Einladung auch noch etwas von den Hierarchien stand, möchte ich da gerne auch noch einen Aspekt hier einbeziehen in meinen Versuch. Und das betrifft jetzt auch die Hierarchien, die mit unserem Denken, Fühlen und Wollen verbunden sind. Und da ist, glaube ich, ziemlich evident, dass unser Denken mit den Engeln in direkter Beziehung steht. Warum? Welche Gedanken tragen uns durchs Leben? Welche Gedanken fördern die Resilienz, sind sozusagen medizinisch gesprochen Schutzfaktoren? Das sind unsere Ideale. Das sind unsere Wertvorstellungen. Das ist das, was uns unsere Gewissensstimme sagt. Das sind die Gedanken, die uns total Kraft geben, innerlich aufrichten, uns, ich kann auch sagen, die unseren inneren Kompass darstellen und die eben dem Leben Orientierung geben. Und da sagt nun Rudolf Steiner, im Denken leben wir nicht nur mit den Verstorbenen zusammen, sondern vor allem mit den Engeln. Ja, deswegen, wenn Engel gemalt werden, die haben Flügel, die sind leicht, die sind transparent wie Gedanken. Es fällt einem wie Schuppen von den Augen. Und Ideale verkörpern ja gerade das, was wir noch nicht sind, wonach wir streben. Ideale sind aber dafür ganz vollkommen, so wie wir uns Engelwesen vorstellen, wie ganz vollkommene Menschen. Wann sagen wir uns gegenseitig, oh, du bist aber ein Engel? Wenn wir genau das kriegen, was wir dringend gerade brauchen. Das heißt, dieses Vollendete ist eben dieses Engelhafte. Und dieser Engel übersieht unsere ganze menschliche Entwicklung vom Ursprung bis zur Vollendung, die wir in ferner Zeit einmal erreichen dürfen. Und damit lebt der Engel und deswegen schützt er uns, man nennt ihn ja auch Schutzengel. Und da beschreibt nun Rudolf Steiner, wenn wir während des Erdenlebens solche Ideale haben, dann spüren wir den Engel, dann können wir mit ihm Verbindung aufnehmen und das bedeutet, dass wir nach dem Tod ganz bewusst, eben was denkend als das Selbst erscheint, ganz bewusst mit den Engeln, weil wir diese Gedanken innig uns zu eigen gemacht haben, mit denen der Engel aber auch verbunden ist, dass wir da ganz bewusst mit den Engeln kommunizieren können. Und wer das im Leben nicht gemacht hat, der erlebt den Engel auch, aber unbewusst. Und das ist dann eine ganz andere Qualität. Und mit dem Fühlen, das kann man sich auch sehr gut vorstellen, Gefühle verbinden ja Menschen. Und wenn Menschen sich verbinden,
dann sind es Gruppen. Und die Erzengel, die verbinden sich über das Gefühl mit Menschengruppen. Wir kennen die ganz dämonischen, gefallenen Erzengel, wenn wir nationalistischen Fanatismus haben oder die Leute im Gleichschritt marschieren und individuell gar nicht mehr vorhanden sind. Ja, das ist dämonisches Erzengelwesen, aber eben dieses edle Erzengelwesen, das erreicht man nur, wenn man eben edle Gefühle hat, die sich an solche Ideale anschließen, an wahre, schöne, gute Entwicklungsmotive, an Werte, die man sich erringen muss, die eben nicht eingekauft werden können, ja, wo man sich verwandeln muss, wo man sein Gefühl schon auf der Erde ein bisschen läutern kann. Ja, damit verbinden sich die Erzengel. Und nach dem Tod kann man eben, wenn man solche bewussten Arbeitsgemeinschaften gepflegt hat, wo man das nur Persönliche überwunden hat und um einer Sache zuliebe zum Beispiel zusammenarbeitet. Und ja, zum Beispiel in unserem Waldorfkollegium in Witten, da sagte der Schulgründer Walter Motte in einer bestimmten Situation, wo es mal wieder ein bisschen schwierig war, da gesagt, ach wisst ihr, liebe Kollegen, wir sind doch hier zusammen, dass wir lernen, gegenseitig unsere Schwächen auszugleichen. Ja, doch eine gute Idee. Und schon ist die ganze Sache irgendwie wieder ein bisschen in eine andere Perspektive gerückt. Und dann hat man andere Empfindungen und Gefühle füreinander, wenn man sich helfen will, anstatt sich gegenseitig was vorzuwerfen und sich zu blamieren oder bloßzustellen. Eine völlig andere Situation. Und wenn man eben nach dem Tod solche Erzengelbeziehungen weiter jetzt erlebt, kann man sich gut vorstellen, dass man dann mit den Erzengeln sehr bewusst Umgang pflegen kann und so ein Gruppenschicksal ganz anders aufarbeitet, als wenn das vollkommen unbewusst geschieht, weil man eben das gar nicht im Bewusstsein hatte, was man einer solchen Gemeinschaft nimmt, wenn man sie nicht wirklich aus Liebe zu einer Sache verortet. Dann das Dritte. Wenn eine Gemeinschaft gute Arbeit leistet, hat sie einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und damit aber auch auf das Zeitgeschehen. Das heißt, die Archai, die Zeitgeister oder Urkräfte, wie sie auch heißen, Archai heißt ja Ursprung, die leben mit den Menschentaten. Und wenn man ganz bewusst eben gute Taten, gute Beiträge, ja, zum Beispiel haben wir ja heute diese Entscheidung, die sich immer mehr anbahnt zwischen dem transhumanistisch-technisch-materialistischen Menschenbild und der entsprechenden Zukunft oder einer viel bewussteren, wacheren, spirituellen Orientierung. Ja, und wenn man sowas zum Beispiel ganz bewusst sich sagt, die dürfen das machen, die Transhumanisten, ja, die sind heute einfach der Mainstream, die Digitalisierung ist voll im Gang. Das bringt überhaupt nichts, mich dagegen irgendwie aufzulehnen, wenn ich das nicht wichtig finde. Ich sehe doch, die anderen finden es total wichtig. Das darf sein, selbstverständlich, aber ich mache einen anderen Beitrag, der vielleicht in einer weiteren Zukunft dann seine Zeit hat, wo er sich stärker ausbreitet. Das heißt, es gibt eben auch auf der Zeitgeistebene die Möglichkeit, sich eben bewusster in das Menschheitsganze reinzustellen. Und nach dem Tod ist das eben dann auch eine Möglichkeit, dass man eben dann sein nächstes Erdenleben viel bewusster auch mit den Zeitgeistern, in welcher Zeit man sich dann wieder verkörpert, planen kann. Und Rudolf Steiner schildert eben eine Sache, die ich sehr aktuell finde, weil ja auch viel über die sogenannte Überbevölkerung und wie viel Milliarden kann der Globus, unsere Erde überhaupt tragen, noch dazu, wenn wir sie so schlecht behandeln. Das sind ja große ökologische Fragen. Und Rudolf Steiner sagt eben sehr klar, wenn wir mit dieser dritten Hierarchie nicht zusammenarbeiten, während wir leben und nach dem Tod
keinen bewussten Kontakt mit ihnen haben und die Zukunft nicht wirklich wach ausgestalten und vorbereiten können, dann bewirkt dieses nur unbewusste Miteinander verbunden sein, dass man sich viel schneller wieder verkörpert. Und er sagt, das sei aus seiner Sicht einer der Hauptgründe für die Bevölkerungsexplosion. Es sei eine Folge des Materialismus. Und damit bin ich bei einem letzten Motiv, und das ist die sogenannte zweite Geburt. Man kann sich ja fragen, ja, wie war das denn, bevor der Materialismus kam? Da war es eben anders. Warum ist der Materialismus überhaupt gekommen? Ganz positiv kann man sagen, damit der Mensch frei wird von seiner selbstverständlichen Verbundenheit mit der geistigen Führung. Offenbar sollen die Menschen wirklich die Freiheit erringen, so wie es im Johannesevangelium heißt: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, das ist ein Erkenntnisweg zur Wahrheit, der vorbereitet die Autonomie, die wirkliche Autonomie. Und das ist ohne den Durchgang durch eine Art Nullpunkt des Materialismus ja eigentlich gar nicht möglich. Und insofern will ich jetzt überhaupt nichts gegen die materialistische einseitige Weltsicht sagen, sondern nur sagen, es ist wirklich etwas Positives, wenn es ein Durchgang ist. Aber wenn es zur Sackgasse der Entwicklung wird, dann wird es für die Menschheit bedrohlich. Und in der Situation sind wir heute. Wir müssen eigentlich als Menschheit ein bisschen aufwachen für die Frage, in welche Richtung soll es überhaupt weitergehen, kann es weitergehen, und zwar menschlich. Denn wenn man versucht, dirigistisch die Kontrolle über das Bevölkerungswachstum von außen herzustellen, da kann man sich sehr unmenschliche Folgezustände vorstellen. Aber wenn man dasselbe Ziel durch Erziehung und Bildung und Spiritualisierung erreicht, dass da einfach viel mehr Bewusstsein entsteht für den Auftrag, den die Menschen auf der Erde haben, dann ist es ein sinnvolles Durchgangsstadium und dann hat das eben auch für das nachtodliche Leben eine erhellende und die Zeit zwischen Tod und neuer Geburt sehr in die Länge ziehende Wirkung. Weil wenn man ich-bewusst sozusagen durch sein Leben gehen lernt und während des Lebens schon Beziehung auch zu den höheren Hierarchien und ihren Menschenzielen versucht hat aufzunehmen, und dazu bietet ja die Anthroposophie reiche Hinweise und Möglichkeiten, dann hat man andere Möglichkeiten, sich auch viel länger, viel sinnvoller, viel bewusster in der geistigen Welt aufzuhalten und die Lebenden von drüben zu begleiten in ihrem Menschenschicksal auf der Erde. Und deswegen gibt es eigentlich nur positive Gesichtspunkte, sich über das Leben mit den Verstorbenen zu verständigen, weil wir einerseits persönlich dadurch viel geistesgegenwärtiger und reicher und wacher werden, aber andererseits eben auch für die Menschheitszukunft eben viel positiver beitragen können. Vielleicht ein letztes noch, dieses Unbewusste mit der dritten Hierarchie nachtodlich auf sein Leben zurückblicken und das nächste vorbereiten, das hat eben auch noch einen anderen Effekt. Denn wenn ich etwas unbewusst erlebe, dann wirkt es natürlich auch, aber eben unbewusst. Und dann bedeutet es, es lässt mich nicht frei, sondern es bindet mich. Da ist was verabredet, was ich aber nicht weiß, was ich als Unfreiheit erlebe. Und da
hat Rudolf Steiner eben auch diese Schattenseite beschrieben. Und die finde ich sehr einfach wichtig, dass man sich mit solchen Gedanken auch beschäftigt. Weil ich kenne ja auch aus meiner medizinischen Arbeit, wie viele Menschen unzufrieden sind mit ihrer Biografie, ihr Leben, ihre Konstitution ablehnen, sich unfrei fühlen. Ich kenne auch Jugendliche natürlich, da ist es noch ziemlich normal, dass sie sagen, was soll das Ganze und mich hat ja keiner gefragt, ja, ob ich überhaupt kommen will und jetzt soll ich mich hier benehmen und dies und das nicht und so. Es gibt ja sehr viel Unzufriedenheit auch mit dem eigenen Schicksal. Und da sagt Rudolf Steiner, das sei eine Folge davon, dass man im letzten Leben diese Engelbeziehung nicht genügend hatte. Weil hätte man es mit dem Engel bewusst vorbereitet, dann würde man genau fühlen und spüren, und das kenne ich eben auch von Menschen, die ich in leidvollen Krankheitssituationen erlebt habe, die damit vollkommen einig sind, auch bei schweren Schicksalsschlägen, als ob sie das wüssten, dass das zu ihnen gehört und warum und wieso das im Laufe ihrer Erdenleben Sinn macht. Das heißt, sie haben ein tiefes Schicksalsvertrauen, eine tiefe innere biografische Zufriedenheit. Und so wie es das gibt, kenne ich eben auch genau das Gegenteil, bis zur Suizidalität, die Unzufriedenheit. Und wenn man das weiß, dann ist man eben auch noch einmal mehr motiviert, eben so mit anderen Menschen zu kommunizieren, dass die Art, wie wir uns gerade auch für materialistisch orientierte Menschen interessieren, wir die immer die Möglichkeit haben, dass im Gespräch auch eine Öffnung passiert, dass vielleicht doch ein Interesse für Spirituelles auch erwacht, weil das einfach so hilft für ein nächstes Leben. Und entsprechend mit den Erzengeln, es gibt viele Menschen, die leben in Familienzusammenhängen, in Gruppenzusammenhängen und sind da wie gefesselt. Die können nicht raus aus der Gruppe, fühlen sich unfrei in der Gruppe, können sich aber auch nicht emanzipieren, haben Angst, sich zu emanzipieren. Ja, das ist also dasselbe als Folge einfach Unfreiheit in Gruppenzusammenhängen. Rudolf Steiner nennt dann auch den Nationalismus als so ein Gefangensein in einem Gruppenzwang, in emotionalen Fanatismen und Gebundenheiten, wie eine Art Gegenstück zu diesem sich frei fühlen. Wenn Menschen sich innerlich frei Religionsgemeinschaften anschließen, ist das was völlig anderes, als wenn sie sich aus Angst irgendeiner Gemeinschaft anschließen. Ja, und entsprechend auch mit den Zeitgeistern. Es gibt viele Menschen, die leiden an der Zeit, in der sie leben, wünschen sich eine andere Zeit, finden furchtbar, was passiert, können das Positive nicht sehen, sind auch unfrei in ihrer Zeitsituation. Und entsprechend Menschen, die voller Optimismus überall die Aufgaben sehen, die die Zeit stellt, die Entwicklungschancen, die Möglichkeiten. Sie sehen auch die Probleme, aber sie fühlen sich frei. Und dieses Empfinden, dass wir eben nicht nur von Verstorbenen begleitet sind, sondern auch von Lebenden begleitet sind und dass das ähnliche Qualitäten sind, wie wir uns gegenseitig auch als Lebende schützen können durch die Art, wie wir aneinander denken, wie wir füreinander da sein, da sind, wie wir an unseren Beziehungen positiv arbeiten, finde ich immer, die Toten können uns lehren, was die Lebenden auch schön finden. Ja, warum muss man immer warten, bis jemand tot ist, dass man nett ist zu ihm? Ja, und dann richtig Gutes über ihn sagt. Also, dass man das sozusagen auch unter den Lebenden schon üben darf, finde ich sehr inspirierend. Und eben auch dieses, dass man sich eben klar macht, in meinen geistigen Fähigkeiten und in meinen Seelenfähigkeiten, in meinem Denken, Fühlen und Wollen, habe ich die Brückenkräfte zur Weisheit der Welt, zu den anderen Menschen, zu meiner Zeit. Das ist wirklich die Brücke über den Strom,
die Brücke zwischen der Sinnes- und der Geisteswelt. Und mir scheint das Allerwichtigste zu sein, dass wir uns dieses Stehens an der Schwelle zwischen der Sinnes- und der Geisteswelt immer mehr bewusst werden. Dass wir Brückenwesen sind, dass wir halbgeistig sind. Wir sind verkörpert, aber in unserem seelisch-geistigen Leben sind wir außerkörperlich wach. Und die zweite Geburt, und das ist das Letzte, was ich sagen möchte, die findet eben, wie es im Evangelium steht, aus Wasser und Geist statt. Das heißt, wenn ich mir hier in großer Freiheit mein Lebensideal forme, mit dem ich mich identifiziere, wenn ich mich dafür begeistere in meinem Fühlen und wenn ich mein Leben so führe, dass ich es immer mehr realisiere und dieses Ideal dem realen Leben sozusagen immer mehr einverleibe. Ja, was tue ich dann? Ich gebe mir selbst nochmal ein neues Leben, eine neue Identität, die ich ganz freiwillig aus mir selber schaffe. Die ätherische Organisation, unser Leben, passiert im zirkulierenden Flüssigkeitshaushalt, der da wunderbar zirkuliert und sich rhythmisch lebendig betätigt. Das heißt, in Wasser und in dem, was aus dem Wasser auftaucht, im Geist, in unserem Denken. In dem Denken leben wir ja bereits in der geistigen Welt. Das heißt, wir geben uns selbst eine Identität, wenn wir unser Lebensideal formen und uns klar machen, so will ich mich entwickeln, dafür ist mein Leben da, daran will ich arbeiten, dann ist das diese zweite Geburt, wo es eben aus Wasser und Geist, wo es im Evangelium heißt, die sei wichtig, denn die erste Geburt, die geschieht mit uns. Die zweite Geburt müssen wir selber machen und das sei die Vorbedingung, dass man nach dem Tod den zweiten Tod nicht stirbt. Ja, den ersten Tod sterben wir ja alle, wir legen den Leib ab. Und der zweite Tod wird im Evangelium der Seelentod genannt. Das heißt, man verliert nach dem Tod das Bewusstsein. Man schläft, steht ja auch auf manchen Grabsteinen, Ruhe sanft. Ich finde das immer ein bisschen problematisch. Ja, und da hat mir schon als Jugendliche total gefallen, was Karl, der Bruder von Friedrich Hölderlin, ihm auf den Grabstein geschrieben hat. Nämlich ein Jugendgedicht, was, glaube ich, der 18- oder 19-jährige Hölderlin gedichtet hat, in Vorausschau des Todes. Im herrlichsten der Stürme falle zusammen meine Kerkerwand und herrlicher und freier walle mein Geist ins unbekannte Land. Hier blutet oft der Adler Schwinge, auch drüben wartet Kampf und Schmerz, bis an der Sonne letzte Ringe genährt vom Siege dieses Herz. Also dieses aktive Sterben, das hat mir immer viel besser gefallen als dieses Ruhe sanft. Ja? Und das ist wirklich diese Dramatik der ersten und zweiten Geburt und des ersten und zweiten Todes. Und deswegen habe ich mir so den Begriff gebildet, das Leben zwischen Geburt und Tod, in dem sich Denken, Fühlen und Wollen sozusagen langsam entwickelt und dann reift. Und ja, wir werden ja durch diese, alles was wir tun, auch dass wir hier sitzen, ist ja, weil wir uns überlegt haben, ob wir hierher kommen. Also ohne Gedanken geht ja gar nichts. Das ist wie eine Embryonalentwicklung, wie wir mit unserem Denken, Fühlen und Wollen umgehen, eine Embryonalentwicklung für die zweite Geburt, die vollendet sich im Tod. Ja, so wie wir bis dahin gedacht, gefühlt, gehandelt haben, das geht in die geistige Welt, das wird aufarbeitet, das kommuniziert und das bestimmt und konfiguriert dann auch wieder diese nächste Verkörperungsmöglichkeit.
Und so möchte ich gerne abschließen, indem ich noch einmal dieses Gedicht von dem unbekannten Autor vorlese. Der Tod macht dich so still, dass Gott dich hören kann. Im Tod fängt unser Ich ja erst zu klingen an. Der Tod, was ist der Tod? Ein Spender tiefsten Seins. Man fällt nicht aus der Welt. Man wird mit ihr erst eins. Ich danke ganz herzlich, dass ihr so lange zugehört habt und wünsche noch einen guten Abend und hoffe, dass es ein bisschen Freude gemacht hat und auch angeregt hat, an dieser Schwelle noch bewusster zu arbeiten, und zwar im Leben. Danke.